Okay, wollen wir zum Nasenbluten-Moment der Woche gehen? Ich freue mich so sehr, Dirk. Ja. 7 serving 10. Oh! Auf der 1, Dirk Westphal. Der Clip ist noch eine Altlast aus der letzten Woche, aber den konnten wir nicht rauslassen. Denn die Frage ist, was macht Dirk Westphal nach dieser Abwehr von Jannik Goralek? Haut er das Ding auf 2 Meter ein, rennt er Max Chamberlain über den Haufen, pritscht er Danke mal rüber oder vielleicht doch? Nee, der Klassiker. Eingesprungener Angriffsbagger über Kopf. Nominee Number 2, Jan Röhling, war jetzt länger raus wegen einer Krankheit und ja, das hat man ein bisschen gemerkt. Das sieht jetzt erstmal nicht so schlimm aus, aber gönnen wir uns mal die Perspektive. Ab jetzt Helmpflicht in Hildesheim, dank Jan Röhling. Oh! Voll rein, Kolosse! Auf der 3, again, the big cat is evident. Und was war da denn los? Er erzählt doch immer, dass ich das Bier immer umkippe. Das riecht nach einem Straftornado. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sie wollte doch nur so richtig schön reingetrunken werden. Hat den Rekord aufgestellt für most Milliliter on the floor. Und jetzt wird's ganz verrückt. Nominiert David Seibering und der zweite Schiedsrichter. Wir müssen jetzt nämlich erstmal aufklabüstern, was hier überhaupt passiert ist. Also offensichtlich ist hier irgendwer im Netz. Da zeigt der Herr im blauen Poloshirt auch direkt an. Hey yo, what the fuck? Und eventuell war es David Seibering wirklich mit allem, was er hatte. Yannick Pörner zeigt direkt, ey, der war im Netz. David Seibering ist mal maximal sus. Die erste Schiedsrichterin sagt zu Michael Schlien, was weiß ich denn, Digga, ist nicht meine Entscheidung. Hübner macht nochmal nach, wie Vollgas Seibering im Netz war. Was soll ich sagen, Bruder, irgendwer war im Netz? Der Call bleibt bestehen. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Und das ist wirklich krank, weil Schlien und Iwan waren mal so maximal weit davon entfernt, im Netz zu sein. Aber die neue 9000-Euro-Kamera löst es auch nochmal auf. Ja, Seibering war im Netz. Hallo. Ich bin David Seibering. Und ich bin... voll im Netz. Please help me. Schwer zu sehen. Und auf der 5, der krönende Abschluss. Daniel Malescher x Max Staples. Wenn die Aussie-Allmann-Connection mal wieder maximal reinkickt, aus irgendeinem Grund rutscht Max Staples aus und dann heißt es erstmal Adrian Karambolage. Oh. Habe ich auch kein Verständnis für, dass Malescher den nicht gemacht hat. I've fallen and I can't get up. Me too. Oha. Und die Grizzlies schreiben noch, das ist einfach unser Format. Ist halt wirklich so. Die sind jede Woche dabei. Oh mein Gott.